Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep auf Fragmentary Passage. Und ja, in der letzten Folge haben wir gegen diesen komischen, ich habe den Namen vergessen, nicht Schattenschalk, Schattenborn, genau, Schattenborn. Wir haben gegen so einen Schattenborn-Boss gekämpft. Die haben eine riesige Genki-Dama in der Luft gemacht und wir mussten die aufhalten und dann kam König Mickey, hat uns geholfen. Jetzt ist Mickey an unserer Seite und das ist geil. Und ich habe mich natürlich passend angezogen. Ich habe Minnie Maus Ohren an und ein paar rote Klamotten, damit ich so ein bisschen abgestimmt bin mit Mickey. Osquirin habe ich ein Level dazu bekommen, weil ich habe versucht, in dieser Spiegelwelt nochmal gegen diese Aqua-Doppelgängerin zu kämpfen, um diese eine Aufgabe hier zu bekommen, wo man irgendwie sich drehen muss mitten im Kampf. Ja, für eine Drehung während den Kampf gegen Aquas Phantom aus. Ort, die Welt im Spiegel, ja super. Ich kann aber nicht mehr gegen die kämpfen. Ich habe zu zwei Räumen versucht und keiner davon konnte ich irgendwie gegen die kämpfen. Also ja, habe ich entweder verpasst oder wird mir später noch möglich sein oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir haben hier schon ein paar Schatztruhen eingesammelt in diesem Gebiet. Und hi. Haben aber noch nicht alles hier erledigt. Da muss ich ändern. Ich hoffe wirklich, wir können alle Garderobe-Klamotten auch in einen Spieldurchlauf bekommen. Weil würde mich ein bisschen nerven, wenn so ein Ding oder so fehlt, ne? Am Ende des Spiels. So, da war ich glaube ich schon, ne? Oh nein. Wollte nicht so viel MP verballern. Duell, Wurf. Und Wegfinder, okay. Stimmt das von Mickey? Vom König. Warte mal, noch mal. Das ist ein Kommandostil. Ah ja, das ist wie Schattenspringer, genau. Schon wieder ein, zwei Wochen her, seit ich das Spiel gespielt habe. Tut mir leid. Versuche es so in den nächsten Wochen mal endlich abzuschließen. Kann doch nicht wahr sein. Wie euch die 11 Leute hier enttäuschen, die den ersten Part geguckt haben. Ah. Frust. Wo muss ich überhaupt hin? Habe ich mal. Einfach so. Von da kam ich, ne? So schrecklich, wenn man so eine. Ne, von hier kam ich nicht, oder? Also schrecklich, wenn man keine Orientierung hat, ne? Kann ich nicht empfehlen. Aber wir haben ja viele Massenvernichtungstechniken, also mehr. Nein, das war nur gut. Aber ihr seid tot und das ist das, was zählt. Oh Gott. Oh, was? Nein, Finger weg von Mickey. Ja, okay. Wollte mit Magie wegfegen, aber du hast schon gemacht. Ausgezeichnet. Blitzka! Ah! Finger weg von mir. Du. Boom. Und zack. Nein. Wird in der Luft erledigen. Wäre so stylisch gewesen. Noch so ein Viech. Was ist das? Na, hi. Ich gehört, du bist anfällig gegen Eis. War schon wieder Wegfinder. Gut. Oh, Mini-Ohren rot. Ey, die muss ich direkt anziehen. Den passen noch perfekt. Zu meinen roten Klamotten und so. Okay, so wie dazu. Boom, da. Das Original. Na, kann ich nicht hoch. Okay. Ist ja nicht so, als würde ich irgendwie was Großartiges verpassen, wenn ich eine Truhe nicht finde, oder? Nicht so, als wäre da irgendwas Wichtiges. So, also, hier sind wir neu, ne? Ja, hier sind wir neu. Hier ist eine Truhe. Na, High Potion. Gibt es irgendwann mal vielleicht einen Ort, wo ich die kaufen kann oder so, weil ich habe die Gegner tun ja auch keine Gegenstände und so droppen, also sind Truhen ja die einzige Möglichkeit, wo ich die herbekomme. Ist ja aber nicht, würde in jedem Kampf für einen Gegenstand verballern, dann wäre ja schon alles weg. Hi. So, erstmal euch Feuerviecher. Als ich in der Welt der Spiegel war, habe ich gemerkt, wie nervig die Viecher sein können. Oh Gott, ich bin fast tot. Nein,
geht weg, ich will diese einen Viecher erlegen. Oh, ich bin betäubt. Das ist ein Ding in diesem Spiel. Verdammt, ich war nicht in der Nähe von Mickey. Mickey, wo bist du? Ganz auf Häuser. Der freckt mir hier. Das ist bestimmt Game Over, ne? Aber ausgehen irgendwie eine Trophäe bekommen. Ich glaube, irgendwie, indem ich ganz viele Ärzte oder so getötet habe. Also Feuerangriff. Warum kann ich euch nicht angreifen? Sterbt. Ist so cool, dass man den Luft machen kann, weil es in Zeitlupe dann geht. Neue Aufgabe freigeschaltet. Prüfung der Stärke. Ich habe ganz viele Sachen gehabt. Boah, 47 Treffer ist halt viel. Mein Eis ist schneller als dein Feuer. So, oh Gott, da sind ja immer noch welche. Schattenspringer, bum 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 bum. Boah, die Kämpfe waren so viel Bock in dem Spiel. Ihr habt keine Ahnung, außer ihr habt das Spiel auch. Er hat voll gemacht, gut. Weiter so. Nein, ich wollte eigentlich springen. Machen die ja Gegner nur anfällig gegenüber Magie. Alter, wie viele Gegner sind hier noch? Ich weiß, wir haben jetzt Mickey dabei. Aber trotzdem. Schild mal ein bisschen. Das ist genauso wie in Tales of spielen, ja. Kaum hast du irgendwie einen Charakter mehr. Wenn das Spiel irgendwie so, weil nicht, 10-mal stärkere Gegner ey, vor allem hier hinzuwerfen. Alter, dann machst jetzt mal alt. Ich bin mal ins Menü gehen wieder. Ich habe von dem Mickey Move hier gemacht, habt ihr gesehen? Oh mein Gott, wie viele sind hier noch? Gegner, Gegner überall. Der ist im Boden drin, den kriege ich nicht. Da, ich habe keine Dienst. Wir gewinnen. Warum? Warum? Kann man wieder eine Idee und direkt der nächste? Wäre fast so, als wären die ja unendlich. Das wäre ihre Welt oder so. So, Garderobe. Ich habe mehrere Sachen. Gönnlicher Schulterschutz und elegant gelb. Okay, Aufgaben. Wahrscheinlich Level 70 oder so. Oh, ich brauche nur 5 von euch. Ja, Level 70. Oder wurmt mich gerade. Da steht auch Welt im Spiegel, also kann ich ja nur da die bekämpfen. Ja, hoffentlich ist er jetzt nicht verpassbar gewesen, weil sonst reg ich mich ja ohne Ende auf. So, das waren jetzt eine ständige Menge an Gegnern. Jetzt voll Kristallgebiet hier. Was ist das denn da hinten? Sieht so aus, als wäre Licht. Hallo, ja, wir sind in der Welt der Dunkelheit. Hier gibt es kein Licht. Und die Musik hört auf, oder? Okay, immer wenn die Musik irgendwie aufhört, werde ich nervös. Leute, irgendwas, eine Truhe. Da ist eine Truhe. Hier ist Sand. Kommen wir zu Destiny Island oder irgendwie sowas. Sand ist irgendwie immer so ein Anzeichen hier für Insel, Strand und so. Destiny Island. Ich got used to force to create Sand. Star Wars Revenge of the Sand. Okay. Einfach mal googeln oder bei YouTube eingeben. So, okay. Wird ganz schön hell. Entweder landen wir in der Wüste oder im Strand. Wie wollen wir wetten? Mickey, geh du mal vor. Ich traue mich nicht. Er ist so neu irgendwie. Er wird der dunkle Licht zu sehen, ey. Habe ich viel von dem Spiel noch übrig ist. Es sind noch ganz viele Aufgaben übrig, also. Wir sind echt in Disney Island. So many worlds have been lost, and now they're trapped here in the dark. Wait,
You know this place, Aqua? Yes. I visited once. And I met two boys I considered passing the Keyblade on to. But because Terra had already given one of them the power, I didn't. Aqua, what were the boys' names? They were Sora and Riku. I see. We're getting warm. Huh? Well, it's Sora and Riku who've been helping me. We're trying to get that door shut for good. The same boys? Aqua, if this is where my friends first got the Keyblade, it also must be where we'll find its counterpart. The Keyblade of Darkness has got to be here on the dark side of their world. Oh. We'll have to hurry. Come on! Ist das der exakt gleiche Ort, wo wir in Dings waren, in Kingdom Hearts 1? Das Ende der Welt? Noch so ein Schwarm. Weil ihr seid ja schlimmer als die Schattenborns in Kingdom Hearts 1. Und den Sieg. Geil. Leute, ich hab. Oh Gott. Ja, zwei von denen? Nee, ne? Die ist einfach nur so lang. Boom. Boom. Oh Gott. Boom. Ha. Ich mag da zwar keinen Schaden hier abziehen, aber du mir auch nicht. Autsch. 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 Du kannst mich heilen. Ich glaube, ich war gerade betäubt ein bisschen, ne? Wer hätte gedacht, hat ein... Nein, ich habe zu wenig Fokus. Wer hätte gedacht, dass ein blöder Schwarm voller Schattenleuche so stark sein kann, ne? Blocken! 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 Alter, ich zieh dem Viech gar nichts ab, ey. Kampf dauert doch ewig, wenn das so weitergeht. Ich bin betäubt schon wieder. Ja, da ich mich da und heilen muss, kann ich nicht mit Magie oder so angreifen. Ich habe noch nicht mal einen Balken abgezogen, Mann. Junge. Du bist erst Magika, jawohl. Jetzt bist du dran. Pass mal auf. Mich doch nicht hier von ein paar Schatten. Was? Sehr geil. Komm her! Bum, 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 bum. So muss das sein. Ist das geil. Sehr geil. Einfach von Reaktionskommandos hier. Wir haben jetzt zwei, drei Balken auf einmal abgezogen. Ja, so weiß ich auf jeden Fall, wie ich das Ding erledigen kann. Block! Ah! Oh Gott! Den Schaden gesehen von dem Ding? Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Da ist Heilung. Ich brauche Heilung. Heilung, danke. Oh nein, der ist wieder rot. Die Farben haben schon was zu bedeuten, habe ich so ein Gefühl. Oh Gott. Oh Gott. Oh, danke. Stimmt ja, du kannst ja auch heilen. Oh, diese bitte. Was ist das?
wo ich gleich wieder nichts machen kann. Wenn du Ball. Oh Gott. Oh. Los, Wegfinder. Verdammt. Wo bist du? Ich krieg dich, Wegfinder. Oh Gott, was ist hier los? Oh, das hat nicht nochmal geklappt. Alter. Vor allem, dass diese Schatten durch hier. Oh Gott. Ich bin tot. Ja, diese Schatten durch hier, das mit sich machen lassen. Mickey, hilf mir. Danke. Oh Gott. Die Musik wurde voll bedrohlich auf einmal. Okay. Was ist das? Also der Schatten durch hier das mit sich machen lassen, ey. Das gibt's doch nicht. Muss ich meinen Fokus überhaupt nicht auffüllen? Na komm her, du bist rot. Komm her, greif mich an. Oh Gott. Doch, ich bin da lang. Ah, oh nein. Schattenleuchten Flummis. Ah. Oh mein Gott, da liegt eine Menge Zeug. Ja, komm her. Ist der Wirbelsturm, da hinten ist er. Nein. Ist das Ding? Oh Gott. Wie sah mein an? Ja, das Ding verfolgt mich. Oh Gott. Ja, da vielleicht nur ein Schwarm voller Erzdosen hier bekämpfe, ne? Ist ja ganz schön episch. As Magica. Komm mal her. Und wenn so Kingdom Hearts 3 aussieht, ne? Da sind wir drinne für einen wilden Ritt. Wegfinder. Macht leider nichts mehr anderes. Verdammt. Also wir kommen noch mal so an Situationskommando-Dingen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm her. Da müsste eigentlich lock mal 100 oder irgendwie sowas stehen. Das sind doch hunderte von diesen Viechern. Oh nein, ausgerechnet jetzt. Oh Gott. Die schießen mit Herzlosen, ey. Ja, ich gehe mal ein bisschen auf Abstand, weil ich meinen MP vor Ort heilen will. Ah, ich gebe ja. Ah, ich hätte da. Ich hätte da. Ich muss keine Magie einsetzen außer Vita. Außer die hier. Und du bist weg. Boom. Oh, ja, hat Spaß gemacht. Oh mein Gott. Let's keep going. Oh Gott. Das Problem ist, ich weiß nicht wirklich, wann das Spiel vorbei ist. Ich möchte gerne, wenn wir vor wir gegen den letzten Boss kämpfen oder irgendwie sowas, die Mini-Ohren abnehmen, wenn es geht. So, wir sehen mal, was hinter der Tür ist. Oh. Is that what you're after? Yep, it's just the key I was looking for. A keyblade from the dark realm. A keyblade of darkness. The door of darkness, tied by two keys. The door of darkness, to seal the light. Well, we've got the keys. Now, we find the ones to close the door. Sorry? The door between the two realms,
won't let a heart with light pass through. So, only darkness keeps spilling out. We can lock the door by using the two keyblades. But we need help on both sides to get the door shut. Well then, since you'll be doing the locking, let me be the one to close the door. Sorry, but the job's taken by somebody else. No. Ah, Rico. Das war, glaube ich, nach dem Kampf mit Sora in Olobeschen, also von Anzim besessen wurde. Ich glaube, Mickey kommt jetzt und hilft ihnen, ne? Ja, wir sind jetzt genau da. Mickey sieht sehr böse aus. Nicht so böse wie Minnie. Wirft bei Sleep, aber wir sind jetzt hier, ja. Was? Kingdom Hearts. Well, it's not the Kingdom Hearts, you know. Not exactly. Ja, niemand weiß das ungefähr. Ganz genau. It's still the heart of many worlds. And even if it's not a complete Kingdom Hearts, we definitely can't leave it open like this. Or darkness will escape and destroy the remaining worlds. It's time. With this key, and Sora's in the realm of light, we're gonna close this door. Now, all we need is Riku. Sora. Riku. There! That's everybody! Come on, Aqua! Oder noch so ein Schwarm, ehrlich? Wollen wir sagen, Rico hat die ganze Zeit keine Ahnung gehabt, was da passiert. Ah, und ich wollte das gerade ansprechen. Wollte gerade ansprechen, Mickey hatte doch seine typische Disney Klamotte an in Kingdom Hearts 1. Da muss ich noch mal gegen euch kämpfen. The battle for the realm of light is not won. Thanks to Terra and Mickey, I know what's at stake. I'm not afraid. I will face the long darkness. The next time someone wanders into the realm of darkness, I'll be here. A light to cut through all the shadows. I will be their wayfinder. And one day, I'll return to Terra and Ven. I am Master Aqua. And that's a promise. Ist das Spiel ja Ende? Okay. Hey. It's beautiful. Das war, nachdem Kingdom Hearts 1 zu Ende war.
The stars are out. Terra. Then. Just me again. They did it. The world's being restored. May our hearts be our guiding key. You'll know where I am. Und damit ist das zu Ende. Okay. Okay. Ja, das Simple and Clean läuft gerade im Hintergrund, deswegen stumm schalten. Müsstet ihr langsam wissen. Okay, ich habe mich hier auf eine etwas längere Aufnahmesession eingestellt, weil das ist heute, wir haben Samstag. Ich wollte so ein paar Parts aufnehmen, aber wir sind jetzt nach 30 Minuten fertig. Ich wollte gleich noch ein bisschen Tales of Berseria aufnehmen. Okay, ja. Schade. Also, jetzt nicht, dass ich enttäuscht wäre oder irgendwie sowas, aber als letzten Boss habe ich was ganz anderes irgendwie gedacht, als irgendwie nur so ein Schwarm Herzlose. Also bald irgendwie Aqua so angefangen hat, hier so einen inneren Monolog irgendwie zu führen, haben wir schon klar, dass es da zu Ende ist. Aber was soll man machen? Müssen wir halt bis Kingdom Hearts 3 warten. Und ja, darauf freue ich mich wie blöde. Wenn es dann irgendwann mal rauskommt, so 2020 oder irgendwie sowas, werde ich es auch dann direkt let's playen. Blind. Also ohne, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Gegensatz zu allen anderen Kingdom Hearts Spielen, die ich bisher gespielt habe. Außer diesem hier. Und ja. Hätte ich gewusst, dass ich jetzt so kurz vom Ende war, dann hätte ich natürlich schon, weiß ich nicht, letzte Woche oder so aufgenommen, dann irgendwann hochgeladen. Aber ja, jetzt haben andere Leute so ein, zwei Wochen so gewartet, ist ja auch egal, ne? Gut. Wie viele Parts waren das jetzt? 7, ne? Wow, das hätte ich alles in einer Woche eigentlich erledigen können. Ey. Ich bin auch ein Volltrottel. Ja, gegen dich will ich nochmal kämpfen. Gott. Silvia Ferrero, das ist mal ein leckerer Name. Ja. Aber das Ende hier, da tut auch schon so ein bisschen hier, schon so ein bisschen verbunden mit dem Trailer von Kingdom Hearts 3, wo Sora irgendwie am Strand hier Erakus Schlüsselschwert aufhebt. Und jetzt wissen wir auch, wie er dahin gelangt ist, weil irgendwie Aqua da schlafen gegangen ist. Also, das macht aber jetzt irgendwie keinen Sinn. Warum hat sie ihr Dingens da liegen gelassen? Ihr Schlüsselschwert? Jetzt, wo ich danach denke, macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber also Kingdom Hearts ist nicht so eine Serie, die irgendwie nicht so Sachen unerklärt da lässt. Ich meine, wozu ich wollte gerade noch sagen, dass Kingdom Hearts, Mickey ja so nur seine roten Hosen anhatte in Kingdom Hearts 1 am Ende, als er aufgetaucht ist. Was machen die natürlich? Die tun dafür Sorgen, dass er sein Oberteil hier verliert, damit das auch so aussieht. Also die haben schon, die achten schon darauf, was sie machen, die machen von dem Spiel. Und da finde ich sehr gut. Also ja, muss ich mich irgendwie wiederholen, dass Kingdom Hearts irgendwie für mich die beste Videospielserie aller Zeiten ist. Oder allgemein eines der besten Dinge, einer besten Serien
auf der ganzen Welt für mich. Und ja, deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich schon wie blöd auf Kingdom Hearts 3 freue. Seit 10 Jahren. Und ja, irgendwann wird es kommen und irgendwann werde ich es dann let's playen. Und ja, das Spiel war awesome, kurz, aber war zu erwarten, ne? Ist ja mehr oder weniger so eine Beta oder eine Alpha von Kingdom Hearts 3, wenn man so mag. Und ja, mir hat's gefallen, ich kann es noch weiterempfehlen. Freue mich, ob Kingdom Hearts 3 genauso ausfallen wird. Mir ist ziemlich sicher, dass es so gut ausfallen wird. Und ja, mal sehen, was jetzt hier noch passiert. Kommt noch irgendeine Szene oder so? Mach mal den Sound wieder an. Okay. Und da sind wir beim Ending von Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ja, okay. Da trifft sie Anzim, dem Weisen. Und er sagt davon, dass... I thought I heard her voice in the distance. She sacrificed herself to save me? Why did you keep it from me for so long? I had to respect her choice. What about us? You could have given us a choice. We could have gone and helped her. I know. Do not be rash, Riku. Klingt sehr viel erwachsener. As Mickey told you clearly in his story, reaching the realm of darkness the first time was not a simple task. And even if we had found a way back in, regrettably, none of us possess the necessary means to get Aqua back out safely. So I forbade Mickey from telling you, let alone going after her. Why keep it secret? That much is obvious. If not you, then certainly Sora would have staged a reckless attempt at rescue. Yeah. But now we can help Aqua. You and I, we're gonna go find her. Yeah. Also mit Kingdom Hearts 2 anfangen. Yep. Who's this new Riku and where's the old one? New me? Yeah. You're more like Sora. Should I be flattered? I tried too hard to be the role model. It's more fun to just listen to my heart. Ich bin doch gewöhnt. Sora-esque. Well, we still like you. Master, sie hat definitiv eine neue Stimme, oder? Da bin ich jetzt ganz doof. I have entrusted the wizard Merlin to oversee. Oh, Merlin, der Zauberer. Keyblade wielders yourself and Lee. Lee? He means Axel. What? Ah, he's a regular person now. He even saved Sora for us. You can trust him. Und er hat ein Schlüsselschwert. Warum auch nicht? Jeder hat jetzt eins. Come on, Riku. It's time for us. Merlin hat auch eins. Wir kratzt er sich den Hintern. To the realm of darkness. Mickey, take these along with you. The three good fairies ask that you be presented with them. They are new vestments which will shield the both of you from the darkness. Thank you, Master. Und werden wir sehen, wie die in Kingdom Hearts 3 aussehen? Okay, let's go. Dann bekommen die Umhänge, weil die beschützen ja vorher, du Kleid, ne? Oh, warte mal da. Noch immer noch der Turm, ne? Ja. Okay. Stop talking. You were gone a long time. What were you doing? Secret. Seine Stimme ist die gleiche. Huh? Just us? The others all had important work to do. Finde ich gut, dass wir noch so ein paar Sachen bekommen, ja, so Cutscene-mäßig. Ich dachte, nach Aqua Story ist alles hier vorbei. It is not. I just like to say goodbye to all my friends. Then do it faster. I'm here now, right? We have matters to discuss. Hmm? In order to defeat Xehanort,
There are allies we must gather, acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Zora. Mm. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. It was failed. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel. And in also gegen Kingdom Hearts 3 glänzt du auf jeden Fall wieder. I suspect you have already noticed this, correct? Sure. Whatever. Happens all the time. Yes. Ja, jedes Kingdom Hearts Spiel fängst du in Level 1 an. Analyzing data that Ansem the Wise provided to Riku and which could offer us a clue to retrieving our friend's lost hearts. I have very high hopes for this data. However, our greatest chance of stopping Xehanort's plan still lies with you, Sora. If you trust the guidance your heart gives, I know we will find all of the Guardians of Light. But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power. The power of waking, which you failed to master during the exam. Ventus wecken, ne? There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. No. Posen. Got it. Master Lakshada. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. Donald! Goofy! You can't become a master without us. Huh? I never would have thought you'd fail that exam, Sora. Hey! Face it, you're just a half pint. But the three of us together make a whole pint. Pint and a half. And don't forget, we'll keep an eye on you. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go! Count on us! Überraschung, jetzt fängt Kingdom Hearts 3 an. Ha! How are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora! Which way? Would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Well? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Warum kennt auf einmal jeder diesen Spruch? Right before we went off on any of our real important adventures. Warum sagt hat jetzt erst jeder, ey? Wir haben nach 6-7 Spiel. Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I've got it. All right, Olympus Coliseum, here we come. Okay. Reconnect Kingdom Hearts. Was bedeutet das eigentlich? Das kommt in nach jedem geilen Film irgendwie sowas.
Jetzt sie mit ihren Mini-Ohren. Sehr schön. Wie nur so ein Report irgendwie. Ja, genau. 59%. 68% aller Truhen geöffnet, was? Wenn du das, kannst du gewisse Daten oder neues Spiel. Okay. Schwierigkeitsveteran, okay, wenn du Geschmeide, ja, cool. Das ist ein Menü, erfahre halt, frage ich, du kannst im Menü einsteigen, ob jetzt wählen, ob du da ich doch schon vorher. Was mir auch verwirrt ist, da sind noch so viele Aufgaben, die fehlen. Guck mal noch mal an. Man kann ja Sonntag schon den Part hochladen, wenn da nur einer ist. Nur so perfekt dann. Los, komm. Mit dem Mini-Ohren saß sie da. Ich krieg mich nicht mehr ein. Geilste wäre ja, wenn irgendwie Speicherdaten von diesem Spiel hier übernommen werden können in Kingdom Hearts 3. Und weil nicht Aqua sitzt dann da, wenn sie in dem, wenn sie im dritten Teil vorkommt und taucht mit ihren Mini-Ohren auf, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, das Spiel so beendet habe. Da wäre doch geil. So, kann ich wenigstens sehen, was die restlichen Aufgaben sind, weil irgendwie, weiß ich nicht, da war noch ein Drittel oder so noch nicht mal aufgedeckt. Also weiß nicht. Man muss da fehlen. Gut. Bum, 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 bum. Okay. Ich bin in einem Speicherpunkt. Okay. Was bin ich heilen? Das doch ach, alle Truhen oder was? Dann können wir hier um den Dämonenturm zu besiegen. Habe ich doch gemacht. Oh, ein Kreuzmuster. Moment, auf allen auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran. Guck mal, wie viele noch übrig sind. Was ist das? Das heißt Veteran oder was? Keine Ahnung, muss ich mal irgendwo nachgucken. Weiß nicht. Gut, würde ich sagen, ich werde eine Part hier. Wenn noch irgendwas hier sein sollte, was aufnahmewürdig ist in diesem Spiel, werde ich es vielleicht aufnehmen, aber ich würde sagen, das war es dann mit diesem Projekt. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht zu spielen. Ich freue mich tierisch auf Kingdom Hearts 3. Und ja, wir sagen, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.